Wir sind jetzt mitten im Frühling angekommen und damit geht die Spargelsaison jetzt richtig los. Ich habe hier drei wunderschöne Rezepte vorbereitet, die komplett ohne Butter oder Dick-Hollandaise sind. Und das möchte ich Ihnen jetzt hier zeigen. Vor einer Woche ist die Spargelsaison offiziell eröffnet worden. Auf dem Hof von Thorsten Schloh in Hellwege läuft die Ernte jetzt so richtig an. Ob in diesem Frühling viel von dem weißen Gold auf norddeutschen Tellern landet, entscheidet das Wetter der kommenden Wochen. Um eine gute Spargelsaison zu haben, sprich gute Mengen zu haben, muss es richtig schön warm sein, schwülwarm. Ich sage immer so Gewitterluft, um das mal anders zu nennen, Bikiniwetter, denn wächst der Spargel wie Teufel. Für den Bikini ist es noch ein bisschen früh. Der Spargelbauer hilft dem Gemüse deshalb mit einer doppelten Folie auf die Sprünge. Wie in einem Gewächshaus erwärmt sich die Luft darunter schnell auf über 20 Grad. Das Resultat kann sich sehen lassen. Bisschen runter. So, und zur Seite kippen und zustechen. Oh, der Perfekt. Ist sogar ein bisschen dicker, ne? Das ist eine schöne Premiumstange. Super. Spargel, der lange lagert, trocknet aus und kann holzig werden. Mit einem kleinen Trick kann jeder schon vor dem Kauf überprüfen, ob die Stangen frisch sind. Wird der Spargel am unteren Ende gedrückt, sollte Flüssigkeit austreten. Jetzt kann man einfach den Spargel so. Extrem frisch, also es schmeckt wirklich sehr geil, ohne zu schälen. Also den nehmen wir gleich für unseren Wok. Gesagt, getan. Als Vorspeise gibt es Wokspargel mit Rindfleischstreifen, geröstetem Sesam und Koriander. Dafür werden Knoblauch, Ingwer und eine Chilischote klein gehackt und das Rinderfilet in kleine Streifen geschnitten. Man sieht, wie die Fasern hier laufen und es ist extrem wichtig bei dem Fleisch, dass man einfach gegen die Fasern schneidet. Dadurch wird das Fleisch halt nicht zäh. Anschließend wird das Rindfleisch scharf angebraten. Dann kommt der in Stifte geschnittene grüne und weiße Spargel dazu. Der braucht, wenn er frisch ist, nicht geschält zu werden und muss nur rund 3 Minuten in der Pfanne anschwitzen. Dann kommt noch das gewürfelte Gemüse dazu und alles wird mit Sojasauce, Honig und Gemüsebrühe abgelöscht. Am Ende Koriander und geröstete Sesamsamen darunter rühren. Das Wokgericht wird in einer Schale angerichtet und serviert. Unsere Vorspeise, Wokspargel mit Rindfleischstreifen, Sesam und Koriander, ist ein bisschen asiatisch angehaucht. Also ein ganz leichtes Gericht haben wir hier mit dem grünen Spargel in der Kombination und dem Ingwer. Eine leichte Schärfe kommt es sehr gut hervor. Auch zu Fisch passt das Frühlingsgemüse hervorragend. Als Hauptgericht steht gebratenes Forellenfilet mit Spargel-Cannelloni und Zitronensauce auf der Karte. Die Röhrennudeln landen für 3 Minuten in kochendem Salzwasser und auch der Spargel wird kurz blanchiert. Für die Soße eine Zwiebel anschwitzen und dann mit Gemüsebrühe und Sahne einkochen. Das Ganze wird mit Zucker, Zitronen und Limettensaft abgeschmeckt. Jetzt füllen wir einfach die Cannelloni, die wir kurz vorgekocht haben, mit grünem und weißem Spargel. Und dann wird das Ganze mit unserer Zitronensahnesoße abgelöscht. Dann kommt ganz hauchdünn Mozzarella drüber und dann geht das für 35 Minuten in den Backofen. Während die Nudeln mit der Spargelfüllung ihre goldbraune Kruste bekommen, paniert Dennis das Forellenfilet, damit es beim Braten kross wird. Wichtig ist nur, dass man die Hautseite einfach nur meliert und dann in die heiße Pfanne, das ist ganz wichtig. Jetzt wölbt sich der Fisch, das sieht man ganz gut. Und das Wölben bewirkt, dass der Fisch nicht schön kross wird auf der Hautseite. Deswegen stelle ich jetzt einfach einen kleinen Topf drauf zum Beschweren. Und dadurch haben wir eine glatte Fläche und der Fisch wird gleich richtig schön kross. Zum Schluss werden noch ein paar Kirschtomaten mit angebraten. Die gefüllten Röhrennudeln kommen auf einen Teller und werden zusammen mit dem knusprigen Fisch angerichtet. Unser Hauptgang, ein gebratenes Forellenfilet mit Spargelcannelloni und Zitronensahnesoße. Ich habe bewusst eine Zitronensahnesoße ausgesucht, weil es sehr gut harmoniert mit dem Fisch. Wenn man keine Forelle hat, kann man natürlich auch Lachs oder Zander nehmen. Nach dem Hauptgang muss ein leichtes Dessert her. Erdbeersalat mit karamellisiertem Spargel und Vanilleeis. Die Früchte werden zunächst geviertelt und mit frischer Minze, Puderzucker und Limettensaft verrührt. In einer Pfanne erhitzt Dennis Zucker mit etwas Butter. Dabei ist Fingerspitzengefühl gefragt. Es kommt auf die Sekunden an, weil wenn man nachher Karamell hat oder es zu dunkel wird, dann wird der Karamell halt sehr schnell bitter. Deswegen muss man jetzt haben wir gerade den Vorgang, müssen wir darauf achten, dass wir frühzeitig ablöschen. Schnell ein Schuss Contreau dazu und aufpassen, dass die Küche nicht abfackelt. Wenn alles etwas eingekocht ist, kommt der blanchierte und in Stücke geschnittene Spargel dazu. Nach ein paar Minuten wird das karamellisierte Gemüse zusammen mit den Erdbeeren angerichtet und mit einer Kugel Eis dekoriert. Besonders ist, dass wir die Erdbeeren mit ein bisschen Limettensaft und Zitronensaft angemacht haben. Dazu den knackigen karamellisierten Spargel und das Vanilleeis rundet das Ganze ab.
Fertig ist unser raffiniertes Drei-Gänge-Menü, mit dem die Spargelsaison gebührend eingeläutet wird. Wir haben heute gezeigt, dass man wirklich aus Spargel so viele verschiedene Gerichte zaubern kann. Wir haben eine süße Richtung und bei uns geht es auch ins Asiatische, aber auch mit Forelle. Und genau das sollte sich jetzt jeder trauen. Nicht nur einfach Spargelschnitzel, sondern auch einfach sich mal trauen, jetzt hier die Gerichte nachzukochen. Und es sind einfache, knackige, schnelle Gerichte. Zeit zum Nachkochen haben Sie bis zum 24. Juni. Denn dann endet die Spargelsaison in Niedersachsen.